So, ich habe gedacht, ich zeige euch heute mal mein Equipment, was ich alles dabei habe auf meiner Fahrradtour. Also Taschen, Klamotten, Podcasting-Equipment und so weiter. Damit ihr mal sehen könnt, ja, was man eigentlich alles so braucht, wenn man für einen Podcast auf Tour geht. So, fangen wir mal ganz unten an. Da gibt es eins, zwei, drei, vier Fahrradtaschen. Also zwei große und zwei kleine. Die zwei kleinen sind vorne auf meinem Lowrider vom Fahrrad und die zwei großen sind hinten. Dann habe ich natürlich Helm und Brille dabei. Das ist alles sozusagen mein Zuhause unterwegs. Also Schlafsack, Isomatte, Zelt und Zeltstangen sieht man hier. Dann haben wir hier zwei Rucksäcke. Der linke Rucksack ist so ein super leichter, dünner Rucksack. Da packe ich manchmal Zeug mit rein unterwegs, damit in den Fahrradpacktaschen ein bisschen mehr sortiert ist. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe oder so, brauche ich einfach ein bisschen einen vernünftigen Rucksack, wo ich Zeug reintun kann. In dem anderen kleinen Beutel habe ich die Sachen, die ich sonst immer, immer dabei habe und kann dann noch ein paar andere Sachen dabei reinpacken. Was habe ich immer, immer dabei? Geldbeutel, Taschentücher, Maske, Desinfektionsmittel und Creme. Genau, schauen wir mal weiter. Was gibt es hier? Das ist mein Podcasting-Equipment, bis auf die Sachen, die ich jetzt gerade in der Hand habe. In der Hand habe ich jetzt gerade mein iPhone 11 Pro, den Selfie-Stick slash Tripod und ja, das kleine Mikrofon, das ich ans Handy anstecken kann. Genau, ansonsten sieht man hier die kleine blaue Kiste mit den ganzen, ja, da sind Podcasting-Sachen drin. Darüber mache ich vielleicht nochmal ein extra Video, was ich da alles dabei habe. Dann in der Tüte habe ich Ladekabel. Ich habe eine kleine Box dabei für Unterhaltung unterwegs. Gerade auf dem Fahrrad, wenn man alleine ist, mag man manchmal ein bisschen, ja, Unterhaltung haben. Und dann habe ich fürs Arbeiten und Podcast aufnehmen und so weiter, habe ich ein iPad Pro. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Das ist einmal meine Essensdose, also so eine Tupperdose mit einem Göffel, also Gabellöffel. Da ist sogar an diesem Löffel, an dieser Gabel ist sogar ein kleines Messer mit dran, was echt super praktisch ist. Und das ist ein cooles Ding. Dann habe ich so ein Schweizer Taschenmesser, das man auch immer mal wieder gebrauchen kann. Genau, und so eine Tüte, da tue ich immer gern Obst rein für unterwegs, wenn da mal was matschig wird, dass es nicht irgendwie in die Tasche reinmatscht. Dann habe ich hier, das Grüne ist mein Handtuch. Das ist so ein ganz kleines, relativ dünnes Reisehandtuch. Und hier, das ist was, was ich total liebe. Das ist eine Picknickdecke. Die passt perfekt in mein Vorzelt. Und dann kann ich eben mein Zeug im Vorzelt lagern und muss es nicht alles mit reinnehmen. Und es wird halt nicht nass in der Nacht. Und gleichzeitig, wenn ich mal unterwegs eine Pause brauche und gerade keine nette Bank oder so finde, dann ist es immer sehr praktisch, wenn man so eine kleine Picknickdecke dabei hat, wo man dann mal Pause machen kann. So, dann kommen hier meine Regensachen. Also das ist die Tüte, wo die Regensachen reinkommen. Ist aber nur eine Plastiktüte. Dann habe ich eine Regenjacke. Das ist das Orange. Dann habe ich hier so Überzieher für die Schuhe, weil sonst kriege ich in meinen Jogging-Schuhe, nasse Füße, wenn es regnet und natürlich eine Regenhose. Dann ein paar, ja, Ersatzmasken braucht man ja im Moment immer dabei. Ich nehme übrigens auch noch Schnelltests mit, aber die habe ich jetzt noch nicht hier mit hergepackt. Das könnte ich eigentlich gleich noch packen. Dann habe ich ein Erste-Hilfe-Set drin. Da sind auch sowas wie, ja, Medikamente habe ich damit reingepackt. Ja, da ist sonst alles drin, was so ein Erste-Hilfe-Set
dabei hat. Dann habe ich Sonnencreme, 50er Sonnencreme und Mückenspray, ganz wichtig auf Fahrradtour, weil das kann manchmal ziemlich ätzend werden, und gerade wenn man irgendwie was am Fahrrad machen muss, irgendwie was kaputt gegangen ist und man wird dann die ganze Zeit von Mücken genervt oder man will irgendwie Pause machen, dann ist es, gibt es einfach nichts Ätzenderes, als wenn man gerade ja, sich nicht entspannen kann wegen den ganzen Mücken. Und dann habe ich noch so, das ist mein Badeset personalisiert. Da stecke ich einfach alles, was ich so fürs Bad brauche, habe ich in einem Waschlappen drin. Ja, was habe ich dabei? Ich habe diese zwei Dosen, das ist einmal eine Seife und einmal ein Deo. Dann habe ich Zahnpasta, Zahnbürste, so einen kleinen Kamm und ja, eine Creme habe ich noch dabei. Das war es aber eigentlich auch schon. Mehr braucht man nicht unterwegs. So, Klamotten. Da habe ich einmal eine dickere Jacke. So, das ist so eine Trainingsjacke, die aber auch ganz hübsch aussieht. Die kann man auch mal irgendwie so tragen. Dann habe ich zwei ganz dünne Oberteile, wobei ich eins von denen immer zum Schlafen anziehe. Also sind beide so langärmlich. Dann habe ich so ein Jäckchen, so ein, ja, ein bisschen schickeres. Dann habe ich zwei T-Shirts, die ich so normal anziehen kann, auch ein bisschen schicker zum Teil, weil ich ja auch unterwegs auf Events gehe und so. Und da will ich einfach auch vernünftig aussehen. Dann habe ich zwei Sport-T-Shirts. Das sind die zwei rosanen. Dann habe ich einen Rock dabei, wo ja, meine zwei normalen T-Shirts gut dazu passen. Zwei Leggings, wobei eine davon trage ich immer zum Schlafen. Genau, dann habe ich meine zwei Hosen fürs Fahrradfahren, also Fahrradhosen. Und dann noch, ja, hier ist so Unterwäschezeug. Also ich habe eine so eine ganz kurze Laufhose, die ich manchmal auch als Unterwäsche trage oder zum, wenn ich mal schwimmen gehe, dann habe ich nicht extra ein Bikini dabei, sondern ziehe dann einfach diese kurze Laufhose mit einem Sport-BH an und ja, drei Paar Socken habe ich dabei. Genau. Was haben wir hier noch? Meine Fahrradhandschuhe, ganz wichtig. Zwei Tücher, also zwei so Halstücher. Das Rosane kann ich auch irgendwie anziehen, um ja, als Ersatz für eine Mütze. Das ist, habe ich immer ganz gern dabei, dieses rosane Ding, weil da habe ich auch schon mal eine halbe Fahrradtour mein Licht mit festgebunden. Das ist immer ganz gut, was dabei zu haben, was man für irgendwie alles einsetzen kann. Also es kann Halstuch, Mütze, ein Reparaturset sein. Das ist irgendwie alles so ein bisschen. Dann habe ich ein paar Schuhe, die ich so zum Rock anziehen kann, die ich aber auch gern halt, wo man schnell reinschlüpfen kann, wenn man ja kurz aus dem Zelt raus will oder so. Und die sind auch einigermaßen wasserfest. Also wenn ich dann, wenn es mal regnet und ich das Zelt abbauen will, dann ziehe ich die an, bevor ich dann in meine Laufschuhe schlüpfe, mit denen ich dann Fahrrad fahre. Genau, das ist eigentlich so mein ganzes Equipment. Ich zeige es nochmal kurz. Und stellt mir gerne Fragen dazu. Ich beantworte gerne alles, wenn ihr mehr Details wissen wollt. Aber ja, viel hat man nicht dabei, aber man braucht auch echt nicht so viel. Als ich von meinem Equipment erzählt habe zu Hause, habe ich ein paar Sachen vergessen. Und das möchte ich jetzt noch kurz nachholen. Ich bin jetzt schon unterwegs, wie man sieht, bin ich an der Donau. Und zwar habe ich vergessen, noch meinen Trinkschlauch zu erwähnen. Den habe ich hier drin. Für mich funktioniert das besser als eine Flasche, weil ich so einen kleinen Rahmen habe, weil ich so ultra klein bin. Genau, da kommt dann oben der Schlauch raus und dann kann ich unterm Fahren ganz easy trinken. Dann habe ich hier unten noch ein Schloss drin. Das sind eben die Sachen, die ich noch nicht gepackt hatte zu dem Zeitpunkt oder schon, die schon im Fahrrad waren. Und das hier hinten sind eben die Sachen, die immer im Fahrrad sind. Da ist einmal ein Schloss, so ein kleines, mit dem man so verschiedene Sachen abschließen kann. Dann so ein Multitool,
es hat eigentlich alles, was man so braucht. Dann habe ich, weil ich tubeless fahre, also ich habe keinen Schlauch im Reifen, sondern so eine Dichtmilch. Und wenn der Mantel mal durchgeht, also wenn man was Größeres sich reinfährt, also wenn man ein kleines, was Kleines hat, dann ist tatsächlich, repariert sich das von selber mit der Dichtmilch. Aber wenn man mal was Größeres hat, dann braucht man so ein tubeless Repair-Ding. Das ist im Prinzip, vielleicht sieht man es sogar von hier so, das sind so kleine Würstchen, deswegen heißt es auch irgendwie Max Salami. Das sind so kleine Würstchen und die drückt man dann da rein in die Stelle. Genau, was habe ich noch? Hier ist so eine Tüte. Da ist Kettenöl drin und eben ein bisschen was von der Dichtmilch. Die ist so pink bei mir. Und ein Kettenschloss. Ich glaube, das ist es auch schon, was ich so an Reparaturzeugs dabei hatte oder dabei habe. Genau, das sind eben die Sachen, die ich schon in der Tasche hatte. Und deswegen vergessen habe, was man vielleicht hier noch ganz schön sehen kann, ist, dass ich auch vorne so ein Ding für mein Handy dran habe, wo ich sozusagen die Navigation machen kann. Also da klebt mein Handy so oben drauf auf diesem Teil hier. Und das ist echt ultra praktisch für die Navigation oder auch um unter dem Fahren zu schauen, was so los ist in der Welt. Was ich, also, nee, sagen wir, ich schaue nicht, was so los ist in der Welt, aber ich höre manchmal Sachen an. Also, Podcasts zum Beispiel kann man super unterm Fahrradfahren hören. Oder Hörbücher oder auch Musik. Vor allem brauche ich das, wenn ich mal, ja, mich nicht so fit fühle, dann hilft mir Musik immer ganz gut, um voranzukommen. Genau, das war's dann auch.